Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur Wochenbotschaft. Und diese Woche noch komplett die ganze Woche Portaltagsenergie. 10 Portaltage am Stück. Wenn du noch nicht reingeschaut hast, dann mach das unbedingt nach diesem Video. Wenn du Bock hast auf Portaltagsinformationen, dann guckst du dir mein Video zum Portaltag-Special an. Und ich starte gleich rein mit den Tarotkarten, gehe dann in jeden einzelnen Tag, schaue mir aber auch mit der großen Arkana einmal das Kernthema an für die Woche und ich werde uns, weil wir im Drachenjahr sind, eine Drachenkarte ziehen und am 20. haben wir das astrologische Neujahr. Das bedeutet, am magischen Mittwoch freue ich mich jetzt schon drauf auf die Legung. Ja, starten wir in ein neues Jahr, in ein neues astrologisches Jahr und ich bin gespannt und beseelt. Lasst uns gemeinsam schauen, was sich zeigt. In diesem Sinne, ihr Lieben, bitte ich einmal um einen Drachen, Drachenreiterin, Drachenreiter für diese Woche, für euch und uns. Wer kommt? Ach, Lady Rowena und Spencer der Drache. Hier geht es mit der Karte Nummer 34, 4., 3., 3., 4. oder die 34 auch generell eine Zahl, die für dich wichtig ist, vielleicht dein Alter oder. Es geht um dein reifendes Bewusstsein, erweitert sich um eine wichtige Fähigkeit und zwar die göttliche Barmherzigkeit. Mitleid wird komplett transformiert und Barmherzigkeit erwacht. Und gerade mit den Portaltagen, wo die Schleier sich lichten, die Energien wirklich hoch sind und eine optimale Chance auf Transformation besteht, passt das natürlich, denn das ist immer wieder ein Thema, was ich beobachte, dass Menschen, und das habe ich früher auch oft getan, ins Mitleid geht. Ne? Und es geht wirklich darum, einfach mitzufühlen, sehe den anderen, fühl den anderen, aber wir müssen nicht mitleiden. Denn wenn wir mitleiden, schwingen wir halt einfach unten Leid, ne? Ist immer ein bisschen niedrig schwingend, das ist eine Schwere drin. Und wenn du aber mitfühlst, dann befähigst du schon deinen Gegenüber. Und vielleicht sind Pink und Schwarz auch so deine Kernfarben. Ich liebe sie. Hier haben wir das Goldene, das Göttliche. Schwarz, wenn ich hier Spencer sehe, die Karte ist schon öfters gekommen, ist das für mich immer auch ein Zeichen nach dem ultimativen Schutzstein, dem Turmalin. Und da möchte ich gleich direkt auch mit den Seelensteinen mal gucken, was für ein Seelenkristall, welcher Seelenkristall, Seelenstein ist für diese Woche für dich. Ein besonderer Stein, der dir hilft bei deiner Transformation, bei deinem Aufstieg oder bei deinen Prozessen, die du hast. Ein Petalit und ein Kyanit. Hier, der Petalit, würde ich mal sagen, von den Farben her, ich kenne sie tatsächlich beide nicht. Kyanit habe ich schon gehört. Farbe Blau, hier sind wir dann so im Bereich Halschakra. Und wenn wir in den Indigo-Bereich gehen, drittes Auge, das ist ja die Transformation. Und hier oben sind wir dann im Kronenchakra. Kannst du gerne mal auch mal nachlesen, nachgoogeln, wofür diese Steine stehen. Und wenn du magst, schreib es doch gerne in die Kommentare. Denn da kann die Seelenflüsterin dann auch noch was von dir lernen. Ich bin ja immer offen für Impulse. In diesem Sinne, was für ein großes Lebensthema ist diese Woche ein Thema für euch? Ha! Es ist der Ungunstel. Und das ist ja auch meine große persönliche Arkana, die ich geschenkt bekommen habe von meinen Aura Healing Masterschülern zum Abschluss der ersten Ausbildung. Und die Karten sind persönlich kreiert und kreativ gezaubert worden. Und der Ungunst ist der Teufel. Und ich finde dieses Bild einfach ultra lustig. Und mal gucken, wo fühlst du dich gerade hier im Auto? Wo sitzt du? Ist der Teufel auf der Beifahrerseite und sagt, ah, gebrochenes Herz. Hier kommt Wut. Ich will nicht mehr. Ich wehre mich gegen Gefühle. Und sitzt hinten auch ein Engelchen und sagt, Mensch, komm wieder in die Liebe. Und vielleicht sind hier noch ein paar Geistwesen und du sitzt am Steuer und sagst, ich will nicht mehr. Ich könnte ausrasten. Hol mich hier raus. Ich habe die Kontrolle verloren. Jeder von meinen Schülern und Schülerinnen hat auch dazu passend einen Text geschrieben und den möchte ich einfach mal vorlesen. Und hier heißt es, so a Dodel mit der Rodel auf der Pisten, Spüdo Jokan Terroristen,
weil sonst nämmer die und sperren die ein im Häusel, dann bist, Gott, oh Gott, bestenfalls a Geisel. Trällert's aus dem Autoradio, wenn du grad sportlich überholst und dann knapp vor dem Gegenverkehr wieder reinschneidest. Sind wir das nicht alle ab und zu? Nicht nur Opfer der Umstände, sondern auch Täter. Ganz schön launisch, pampig oder gar zornig. Ungerecht, gierig oder gar verletzend. Frag es doch einfach, was es grad von dir will. Das kleine Teufelchen, das dir da ins Ohr flüstert, und dann gib deinem beleidigten Zwetschgenkrampus einfach eine ganz liebevolle Umarmung. Sag ihm, dass du ihn verstehen kannst und ihn trotzdem lieb hast. Und ich finde es gerade total schön, denn jede Karte, jedes Tarotdeck hat ja ihre eigene Energie oder seine eigene Energie. Und in diesem speziellen persönlichen Tarotdeck finde ich den Ungunstel gar nicht mal so schlimm, wenn er hier als Teufelchen kommt, weil es ist genau so. Am Ende steckt überall die Liebe hinter. Und wir alle sind Täter und Opfer. Und vielleicht darfst du diese Woche dich einfach mal selbst betrachten und einfach mal schauen, wenn da Wut ist, wenn da vielleicht wirklich auch so ein Ausraster ist. Gib der Wut Raum. Gib mal deinen Emotionen Raum und schenk ihnen eine Umarmung und frag sie wirklich mal, welche positive Absicht hast du eigentlich gerade für mich? Geh in den Kontakt, geh in die Verbindung und ja, dann bestehst du auch die Tests und somit ist die Transformation möglich. Du gehst auch hier raus aus dem Selbstmitleid, ja, du leidest selber mit dir und deinen Themen, befähigst dich, gehst in die Güte, in die Annahme und in das Fühlen. Ziemlich spannend. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, geht es rein in die Tagesenergien und das können Tagesimpulse für dich sein. Generell vermischen sich aber auch die ganzen Energien die Woche. Guck einfach, wie es für dich passt und guck einfach auch mal gerne unter der Woche, wo matcht es gerade, wo erkennst du dich wieder, wo kannst du dir einfach auch einen Tipp für dein Leben mitnehmen. Und wir starten mit dem magischen Montag. Womit starten wir in die Woche? Hochmotiviert, in Balance, die Gerechtigkeit, Karte Nummer 11. Weiter geht's am Dienstag. Königin der Kelche, die Königin der Liebe. Mittwoch. Am magischen Mittwoch, Neujahrsbeginn. Astrologisches Neujahr, was ist wichtig am magischen Mittwoch zu sehen, zu sagen, was möchte hier kommen. Das ist zu viel. Magischer Mittwoch. Du kannst auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie sind denn die Portaltage für dich? Sind sie so grenzgenial, wie die Seelenflüsterin es gelegt hat? Sieben Stäbe am magischen Mittwoch und es geht weiter am Donnerstag mit den zwei Münzen. Freitag. Freaky Friday, der fröhliche Freitag. Am Ende ist es das, was du draus machst. Und eine Karte habe ich hier im Blick. Und es ist der Gehängte. Da geht dir wohl ein Licht auf. Samstag. Und das Ass der Stäbe, das hatten wir tatsächlich auch in der Portaltagslegung. Feiere ich ja schon wieder. Und Wochenabschluss. Der sonnige Sonntag und das hoffe ich tatsächlich, dass es hier mal sonnig wird. Der König der Stäbe, jawohl. Feuer trifft auf Wasser, unterliegende Energie, der König der Schwerter. Wieder eine königliche Woche voller Klarheit, voller Power, aber dieses Mal finde ich sehr sanft. Eine sehr sanfte Woche und dennoch kommst du hier ins Tun. Was auch wirklich jetzt passend ist, mit dem Beginn des astrologischen Neujahrs kommt nämlich hier wieder die neue Energie für dich rein, dass du vielleicht auch jetzt gerade merkst, okay, irgendwie hast du wieder die Motivation, etwas zu tun und die Umsetzung zu gehen. Ja, da kommt der Frühling, da möchte etwas erblühen. Die Gerechtigkeit, womit wir in die Woche starten, ist auf jeden Fall eine Balance. Vielleicht hattest du ein Gespräch in den letzten Tagen oder es steht noch ein Gespräch an. Und da sagte die Gerechtigkeit, hey, am Ende wird es nur Gewinner geben. Am Ende
wird hier wirklich alles in Balance kommen. Was vielleicht gerade noch auf Messers Schneide ist, und das könnte eine überraschende Wende gerade sein, womit du nicht rechnest, dass hier wirklich am Ende alles gut wird. Die Balance in dir, auch ein erfolgreiches Gespräch, was hier liegt. Ja, diese Ausstrahlung, die du wieder bekommst, aber auch diese Kraft der Gerechtigkeit, die Kraft deines Selbstwertes. Das heißt, wenn du in der Selbstliebe bist, wenn du genau aus diesem Grundkern, aus dieser Grundenergie der bedingungslosen Liebe in die Woche startest, wird sich das positiv komplett auswirken. Nicht nur für diese Woche, sondern generell für dein Leben. Hier kann es sein, dass du vielleicht aus einer gesundheitlichen Schwere rausgehst in die Heilung, dass du dir selber wirklich jetzt auch Auszeiten nimmst, dass du bewusst aus der Vergangenheit lernst, dass du sagst, hey, ich gönne mir was auf materieller, aber auch auf psychischer Ebene. Denn jeden Tag ist Weihnachten, sage ich immer gerne bei der Gerechtigkeit. Feier jeden Tag, schau, dass du als wichtigster Mensch deines Lebens, dass es dir wirklich gut geht. Aber hier ist wahrscheinlich auch ein Überraschungsmoment für dich, womit du nicht mehr gerechnet hast, wo du dir denkst, wow, cool, das Leben belohnt mich, weil du es wert bist. Und die Königin der Kelche, das bist du für mich. Hier geht es nochmal um finanzielle Geschichten oder familiäre, häusliche Geschichten, Stabilität und Sicherheit. Auch eine Verbindung, ein Gegenüber, wo jetzt Liebe fließt, wo Gespräche auch liebevoll aus dem... Ja, guck mal, hier haben wir es, genau das, was ich gerade als Botschaft reinbekomme, wo hier liebevolle Gespräche aus dem Herzen stattfinden. Und das können Gespräche sein, auch mit einem Ex-Partner, mit einem aktiven Partner, mit einem Freund, mit einer Freundin, mit irgendjemandem, mit dem du in Verbindung stehst. Auf einmal fließt es. Und ich habe das Gefühl, als wärst du jetzt so weit und du hörst zu und empfängst einfach mal nur. Du empfängst, du bist klar und bevor du bewertest und beurteilst, hörst du einfach mit den zwei Ohren hin, bevor du sprichst. Du bewertest die Dinge vielleicht ganz anders und zwar aus dem Herzen, bevor du irgendwie vielleicht so losprischt. Und denk an die Energie des Ungunstes. Und ich glaube, in diesem Fall, diese Teufelsenergie ist genau das, was auf der Karte hinten drauf steht. Dieses, hey, reflektiere, komm in die Balance und wiege wirklich mal ab. Wann bist du vielleicht auch mal außer Rand und Band? Wann bist du auch mal Täter? Und wenn du dann in dieses Empathische gehst und auch mal deinen Gegenüber aus seiner Perspektive betrachtest, kann es hier wirklich in die absolute Harmonie kommen, wenn wir so ein bisschen aus dem Ego rausgehen, aus dem Kopf rausgehen und erstmal in die Balance kommen zu unserer eigenen emotionalen Situation, dass da erstmal wirklich eine Harmonie einkehrt. Und das kannst du auch wunderbar mit Atemübungen tatsächlich tun. Und mit den sieben Stäben ist das für mich bei diesem Tarot-Deck, das ist das Licht- und Schattentarot, ist es für mich auch immer die Einladung, genau das mal zu tun. Dich nicht von den äußeren Umständen stressen lassen. Wir klären mal auf die sieben Stäbe. Die Zahl 7 ist auch generell immer so eine Zahl für Lebensfreude und für Fülle. Hier geht es um deine Werte, hier geht es um Freunde, Freundschaften, Loyalität. Klar, die unterliegende Energie ist noch gleich geblieben, die habe ich jetzt auch gar nicht. Ne? So plupp, 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 am Ende sind wir wieder da, wo wir waren. Dass du einfach jetzt mal in deiner eigenen Blase sitzt. Und du wirst ja auch die richtigen Menschen an deine Seite bekommen. Aber vielleicht ist es auch deine Aufgabe, dich jetzt mal zu unterstützen, indem du dich zurückziehst, in die Meditation gehst, auf deine Gesundheit gut achtest, achtsam bist, dir immer wieder Ruhephasen gönnst. Und wenn du mir schon länger folgst, wirst du merken, dass ich, wenn ich die Karten hier lege, unterschiedliche Energieformen einfach einnehme, weil sobald ich mich verbinde, fließt es. Und hier kommt wirklich eine Ruhe, eine Sanftheit und eine Größe rüber für diese Woche. Gerade auch hier am magischen Mittwoch kommt mir so die Botschaft, was juckt's die alte Eiche, wenn sich eine Sau dran kratzt. Und du sitzt einfach da
schaust du das an, du hörst es dir an, du leidest aber nicht mehr mit und gewisse Themen, die du abgehakt hast, da schaust du auch gar nicht mehr hin, dem gibst du gar nicht mehr großartig Beachtung, aber du bleibst zentriert in deiner Mitte und das ist richtig, richtig schön. Und damit kann es auch sein, dass in dieser Ruhe, in der du dich befindest, du gerade eine Freundin bist für jemand in deinem Umfeld, die gerade genau von dieser Harmonie in dir profitiert und der du als Lehrmeisterin oder einfach als Seele zur Seite stehst und eine gewisse Ruhe reinbringst. Dann sind wir am Donnerstag mit den zwei Münzen. Hier geht es um die Flexibilität. Das kann mit einem Ex-Partner oder aber auch Chef sein, das, was hier schon mal rausgeflogen ist. Die Dualität, also wir haben hier hell und dunkel, wir haben die zwei Münzen. Wir haben hier so ein bisschen hin und her pendeln, ein bisschen unsicher sein, aber du darfst einfach jetzt mal tänzeln, musst dich da gerade gar nicht entscheiden. Hol dir deine Informationen, die du brauchst. Die Klarheit schwingt hier mit dem König der Schwerter diese Woche ja auch mit. Deine Weisheit, auch in den richtigen Situationen, dich wirklich mal auch ein bisschen rauszunehmen, auch emotional zu distanzieren, um einfach hier wirklich einen klaren Überblick zu haben, Fakten zu schaffen, mit den sechs Münzen nochmal die Balance und die Waage zu halten, abzuwägen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und dafür ist der König der Schwerter wirklich grenzgenial. Das ist aber auch die Stärke deiner Gedankenkraft. Du hast eine gewisse Resilienz einfach aufgebaut in den letzten Wochen und Monaten, die dir jetzt zugutekommt. Diese mentale Stärke, diese Ruhe in dir, dieses ich kann mich abgrenzen. Ich weiß aber auch, wer ich bin, wo ich hin will. Und wenn du hier eine Entscheidung triffst, dann triffst du sie aus dir heraus und nicht, weil du dich hier von irgendjemandem unter Druck setzen lässt, sondern du hast diese Eigenverantwortung und das finde ich gerade sehr schön. Und vielleicht gibt es hier Gespräche, die gerade noch nicht in diese Klarheit führen, wie du sie dir vorstellst. Irgendwo gibt es noch ein paar Stellschrauben, die hier noch zu drehen sind. Hier wird aber eine Lösung kommen. Und lass dich da wirklich nicht aus der Ruhe bringen, sondern bleib in deiner Balance. Versuche hier einfach wirklich ja, hin und her zu jumpen und zu erkennen, ey, wir brauchen diese Dualität, wir brauchen Licht und Schatten, hell und dunkel, gut und böse und, weil ohne das eine kann das andere nicht sein. Und wenn du hier zeigst, dass du wirklich flexibel bist, und da rede ich wirklich nicht von flexibel wie eine Brechstange, sondern absolut anpassungsfähig, ja, wie so eine Schlange, du schlängelst dich da durch, du schüttelst die Hüften und sagst, hey, ich setze Prioritäten, alles cool, wirst du einen Perspektivwechsel erreichen. Das heißt, du drehst gefühlt deine Welt auf den Kopf, steigst eventuell auch mal in die Schuhe deines Gegenübers oder in eine ganz neutrale Position und betrachtest die Situation von außen. Du lässt dich hängen und sagst, in der Ruhe liegt die Kraft der Gehängte. Und da haben wir, na, da haben wir hier den Baum. Da habe ich ja eben noch gesagt, was juckt die alte Eiche, wenn sich eine Sau dran kratzt. Du kommst in dein Urvertrauen. Und schaut mal, hier haben wir als unterliegende Energie die Maus, die hier an der Schlange nagt. Das heißt, vielleicht ist es genau das, was dir gerade ein bisschen Sorgen macht. Kann ich so flexibel sein? Kann ich dem gerade standhalten? Und schaffe ich es hier, dem Ungunstel wirklich die Hand zu reichen? Oder gehe ich in diese Dysfunktionalität meiner eigenen Emotionen und werde zum Eisklotz? Du hast die Wahl, Urvertrauen oder Eisklotz. Nimm die Heldenreise einfach an, lass dich hängen auf einem Berg, zack, Bungee-Jumping-Seil, lässt dich einfach mal fallen, du bist sicher und kannst hier vielleicht auch, wenn du deine Welt mal auf den Kopf stellst, wirst du erkennen, wow, da ist Wachstum drin, langfristig und hier geht es auch um geduldig sein mit einer Herausforderung. Das könnte die Herausforderung sein, wirklich eine andere Perspektive einzunehmen und zwar die deines Gegenübers. Da möchte ich gerne noch mal kurz drauf klären mit dem Gehängten, was haben wir hier? Es sind Herzensangelegenheiten, ja? Die Liebe, Herzensangelegenheiten, irgendwo ist da so eine kleine Unschlüssigkeit, du würdest gerne aus dem Herzen agieren, aber das ist so gleichzeitig auch eine Herausforderung und du weißt am besten, in welcher Situation dich gerade befindest, aber denk an die Güte und die Transformation, die möglich ist und wenn du bedingungslos liebst und wirklich diesen göttlichen Funken in jedem deines
deiner Gegenüber erkennst, du wirst belohnt werden. Du wirst belohnt werden und verbinde dich hier, lass Wurzeln wachsen, verbinde dich mit deiner Herzenergie. Vielleicht darfst du auch hier wieder die Tür zu deinem Herzen etwas aufmachen, weil du da wirklich eine Schutzmauer drumherum gebaut hast. Deshalb auch eben schon diese Intention von mir, verbinde dich mit dir, erlaube dir die Balance in dir, kümmere dich gut um dich, auch um deine Gesundheit. Vielleicht ist das Thema Herz, deine Herzgesundheit, ja auch wirklich ein Thema. Ich mache natürlich hier keine gesundheitliche Beratung, es sind einfach nur Impulse, die ich hier in den Raum stelle. Wir haben am Samstag das Ast der Stäbe. Und hier sage ich immer, drittes Auge, da entfacht ein Feuer in dir. Ast der Stäbe, da brennt etwas. Hier kommt eine Lösung. Die kommt mit Sicherheit, manchmal schneller als du denkst und wird deine Zweifel aus dem Weg räumen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass das für die meisten hier eine Situation ist, wo es um Klarheit, Struktur, Absicherung geht, um auch finanzielle Themen geht. Irgendetwas, was du hier wirklich zu besprechen hast, zu klären hast. Hier öffnet sich etwas. Vielleicht dein drittes Auge, um Botschaften zu channeln. Vielleicht aber auch die Tür zu deinem Herzen, um dich wahrzunehmen. Aber natürlich auch eine Chance, eine neue Kommunikation, etwas, wofür du brennst oder etwas, naja, wo jetzt das Ganze jetzt in die Umsetzung geht. Ja, eine Lösung, eine Sicherheit, etwas, wofür du dich öffnest oder was von außen kommt, was jetzt sichtbar wird. Eine Lösung, nach der du dich schon lange sehnst. Und du wirst belohnt werden, wenn du anders bist als die Masse. Safe. König der Stäbe am Wochenende bzw. am Sonntag. Und da haben wir die Schnelligkeit. Der König der Stäbe könnte in diesem Fall dein Gegenüber sein. Das könnten Nachrichten sein, die hier auf dem Weg zu dir sind, auf die du schon lange wartest. Ja, hier wird eine Entscheidung getroffen. Aus der Ferne kann hier etwas zu dir kommen. Vielleicht hast du aber auch eine innere Sehnsucht in Bezug auf einen Gegenüber, der jetzt aktiv wird, womit du nicht mehr gerechnet hast. Lass mich mal kurz weiter gucken. Da bist du. Hier haben wir die Schlange, die Heilung, das Ankern. Da sind mir noch so ein bisschen Ängste. Ja, hier geht es um einen Neuanfang, auch finanzielle Geschichte. Da sind mir noch ein paar krasse Glaubenssätze und noch so ein bisschen Gedankenchaos dahinter. Wenn es sich hier um einen Menschen, einen Gegenüber handelt, der dir vielleicht wehgetan hat, kann hier eine Heilung entstehen? Kann eine Heilung entstehen, wenn du es wirklich schaffst, herzlich zu kommunizieren. Das heißt nicht, du musst sie alle lieb haben, aber sieh immer diesen göttlichen Funken. Generell die Sense, Karma, aber auch das Prinzip von Ernte und Saat und dieses Schnelle, diese Kürzung. Wir haben ja zweimal diese Königsenergie. König der Schwerter ist für mich aber auch deine Gedankenkraft. Hier kann man auch sagen, du kommst schneller, als du denkst, in die Umsetzung und gehst jetzt hier so richtig los. Und ich weiß nicht, was mit meiner Stimme jetzt los ist, aber irgendetwas verschlägt mir gerade hier die Sprache. Vielleicht hast du auch zwei Männer, einen Mann, mit dem du gewisse Themen klären kannst, den anderen, den du vielleicht innerlich begehrst, schon länger nichts mehr gehört hast, eine gewisse Distanz ist und sich eure Wege hier ganz plötzlich wieder finden, wo ein Nachrichtenaustausch stattfindet. Das kann sein, das muss nicht sein, es kann ein Feuerzeichen sein, der auf jeden Fall auf dich wirklich eine Ausstrahlung hat. Und ich möchte hier nochmal auf den König. Hier kommt die Klarheit, das kann ein Wunschpartner sein, generell aber auch das Glück, was da drauf liegt, der Schutz, eine Entscheidung, die getroffen wird. Ich bin gespannt, denn hier wird eine Entscheidung diese Woche fällig, aber zu deinen Gunsten. Am Ende gewinnt jeder, wenn du es schaffst, standhaft zu bleiben, liebevoll zu kommunizieren und nicht sofort zu preschen, sondern dir erst einmal wirklich ein Bild der Dinge machst, so wie sie sind und möglichst bewertungsfrei an die Sache rangehst. Ich sage von Herzen danke fürs Einschalten, ihr Lieben. Und wenn ihr bestimmte Wünsche habt, auf welche Themen ich mal legen soll, immer rein in die Kommentare und dann lege ich da drauf. Freue mich auf spätestens Mittwoch, das Wochenupdate, den magischen Mittwoch. Und ich wünsche euch einen bezaubernden Start in die Woche.